Servus, grüß euch Leute, ich bin's der Qui und heute erzähle ich euch was ein bisschen über meine Lieblingsrollen. Fangen wir an mit dem Schnellfahren, da gibt es für mich nur eine wahre Rolle. Und zwar die Biggie Hawks in 76A ist meine absolute Lieblings-Race-Rolle. Ich bin alle Rennen letztes Jahr auf der Rolle gefahren. Wie gesagt, 76A sehr weich, aber das Uretan ist extrem schnell, hat einen extrem guten Rollspeed. Da geht man auf der Geraden gut damit ab. Sie haltet extrem lang, super grippig. Also wenn man mit der Rolle an den Start geht, dann haben die anderen normalerweise ein bisschen ein Bammeln, weil die genau wissen, was auf sie zukommt. Ist eine sehr beliebte Rolle, nicht nur bei den Hawks-Fahrern natürlich. Sieht man auf die meisten Rennen immer sehr präsent. Und ja, unglaublich, könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, ohne die zu fahren. Wenn ich jetzt aber ein bisschen abseits vom Racing bin und ein bisschen herumstisseln will und Stand-Ups machen will, dann greife ich zu meiner geliebten Boss Hawks, auch in 76A, ebenfalls Center Set. Die Rolle ist einfach der Inbegriff von buttrigen Slide, die macht so mega viel Spaß, die ist so kontrolliert, die ist einfach gewaltig zum Freeriden. Und das Lässige an der, was man richtig gut taugt, die hat dann noch ein bisschen Grip, wenn du ihn brauchst, also gerade für Open-Road-Sachen, greife ich gerne auf die Rolle zurück, weil, wenn es einmal sketchy wird, die Rolle hat nur Grip. Wenn ich jetzt aber mal daheim bin und es stehen nur langweilige Slidespots an, dann greife ich in die Trickkiste und hole meine kleine Geheimwaffe raus. Und zwar ist es die Zombie Hawks, oder die Mini-Zombie, in 86A. Weil ich denke mir immer, wenn ich auf einen Slidespot gehe, was möchte ich dann tun? Dann möchte ich möglichst lang sliden. Darum eine harte Rolle, man darf sich da nicht beirren lassen. Die Rolle ist überhaupt nicht icy, ich finde sie einfach mega kontrolliert, die macht mir so viel Spaß und die verwandelt einfach jeden Slidespot, jeden langweiligen Slidespot einfach nur in ein kleines Abenteuer. Die Rolle ist eben auch Sideset, das heißt, es macht das Einleiten vom Sliden einfach noch einmal einfacher und das ist einfach eine Spaßrolle. Jetzt neu im Lineup für 2016 ist Adam Yortes Promodel Wheel. Ich bin hier noch nicht gefahren, ich werde es jetzt mitnehmen aus den Philippinen und dann werde ich euch ausführlich davon berichten. Was darf man sich erwarten? Die Rolle ist 70 mm groß, 80A, kommt mit einer Glanzschicht. Die Rolle wird sogar die Lücke schließen zwischen der Biggie Hawks und der Boss Hawks. Also was eher für schneller orientiert ist, die kommt auch Center Set, großer Kern. Die Rolle hat am Anfang sicher gut Grip und wenn die mal eingebrochen ist, bin ich gespannt, aber die wird mega geil sliden und ich bin mir schon jetzt sicher, die werde ich ganz groß in mein Herz einschließen. Ja, das war's soweit und wir hören uns wieder.